Jo, herzlich willkommen zu einer Folge Let's Play Dungeon Defenders auf Fischkorb TV. Hier ist euer Fischkorb und hier ist sogar noch euer Tommelbommel. Hallo. Hallöchen. So, wir haben zwar schon den 2.1.2013. Frohes Neues, alles Gute. Ich wünsche euch das Beste auf der Welt, was ihr euch schon immer gewünscht habt und so weiter. Und hier ist immer noch Weihnachtslook. Komisch, ne? Mhm. Naja, gut. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich habe sehr gute Nachrichten. Guck mal hier in den Laden und guck mal hier. Hier gibt's Tierchen, die ich kaufen kann. Yay! Und wir kaufen gleich hier das Beste, das Teuerste. Wir haben's ja, ne? Hier ist unser Geld. Hier sind die Kosten. Da haben wir sogar noch was über. Und hier, das beschleunigt mich ein bisschen. Das gibt ein bisschen hier Kraft für meine Sachen, die ich so baue. Das, ja, komm, nehmen wir direkt mit. Wir kaufen Bjacko. Juhu! Wie sieht Bjacko aus? Wo ist Bjacko? Ach, den muss ich noch ausrüsten, oder was? Ja, den musst du in deine alten Box setzen. Alles klar, das kann ich. Dem Helden geben. Bäm! Oh nein. Das ist ja pink. Naja, sagen wir, es ist rot. Ne? Können wir uns einigen. Es ist rot. Es ist rot, komm. So, los geht's. Ich sehe kein Tier. So, Kampagne. Achso, ist schon? Nee. Hä? Was denn jetzt? Achso, hier, königlicher Garten. Los geht's. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das letzte war ja schon ein bisschen schwieriger nachher mit dem Endgegner. Naja, geht so. Schwer ist ja ein großes Wort, ne? So richtig schwer ist das ja alles nicht hier. Wem das vielleicht aufgefallen ist, der Tommelbommel ist schon Stufe 24. Das liegt daran, dass er schon mal zwischendurch mit seinem Mönch gelevelt hat und zwischendurch auch mal seinen Zauberer dazu geholt hat, damit er ein paar Türme stellt, dann ist er unweigerlich einfach mal... Ach, guck mal, ich bin auch schon 22. Ist auch nicht schlecht. Aber dein Tier sieht, jetzt sehe ich es, echt schwul aus. Ja, danke. Danke sehr. Vielen Dank. Aber niedlich. Mann. Sorry, es gab eine kleine Silvesterpause. Das liegt daran, dass Silvester war. Und so. Aber jetzt haben wir es ja wieder. Jetzt haben wir die nächste Folge. Ich glaube, es ist Folge 10. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Man kann ja auch mal Pause machen. Nennen wir es Urlaub. Nennen wir es Kreativurlaub. Kann man ja mal machen. So, ich habe hier so ein bisschen... Ups, falscher Knopf. Shift ist für Map, genau. Ja, lass mir auch mal eine Kiste über. Ich habe jetzt zwei Stück erlangt. Echt? Ja, dann nehme ich... Ach, schon wieder falsch gelaufen. Ich glaube, wir haben ja drei Kristalle, ne? Was los? Drei Stück? Ja. Ach du Scheiße. Ach du liebe grüne Neune. Oha. Das macht mich wieder total kirre, ne? Sag mal, nimmst du jetzt auch noch die letzte Kiste? Oh. Wie viel hast du denn eigentlich? Ja, eine habe ich. Eine. Hier hinten ist noch eine. Wo denn? Unten links. Ach da. Na gut. Gucken, ja erst da. Na gut. Das ist ja riesig, die Map. Die ist doch riesig. Wie soll man das denn überblicken? Bitte. Kann mir das mal einer sagen? Mein Tier geht hier total ab. So, also. Hier ist einer. Und da hinten ist einer und da hinten ist einer. Das heißt... Das heißt, hier kommen sie von wo? Von da hinten, von hier. Kommen sie hier die Treppe runter und da die Treppe runter. Ne? Hier. Okay. Gut, also ich nehme an, in diesem Level wird es auch wieder Fliegeviecher geben. Da bin ich mir fast sicher. Da bin ich mir fast ganz sicher. Und dann kommen sie hier noch lang, ne? Hier kommen sie lang, wo gehen sie dann längs? Hier gehen sie lang. Hier und dann wollen sie hier ran. Ich denke, wir sollten einmal hier unten zumachen. Unter dem Vorbogen. Hier? Weil von da unten noch welche kommen. Zwei Türen da, ja. Ja gut, in der ersten Welle kommen hier nur drei Leute. Ich denke mal, die erste Welle können wir ja fast schon ohne. Ja, das ist richtig. Lass uns das mal machen, weil dann sehen wir, wo sie genau lang gehen. Ist das für dich okay? Guck mal, 20 Feinde, davon nichts. Ja, eben. So. Guck mal, da oben, okay. Da oben kommt ein größerer, da unten, wie gesagt, nur drei Stück. Da gehst du jetzt hin, ich sehe das schon. Dann mach ich mal jetzt, hier kommen wir hier.
Die mache ich mal blank. So, hingelegt. Haben wir noch andere Kandidaten? Ja, da hinten ist noch was. Der haut schon. Oh, nicht mit mir, Kollege. Bam. Oh, hier ist noch ein Bogenschütze. So, was macht mein Tier eigentlich? Kann das noch was machen? Musst du mit angreifen? Echt? Das kann also alleine nichts, oder was? Hast du dann Raben, oder wie? Ja. Deiner sieht ja cool aus. Deiner sieht ja viel cooler aus als meiner. Ja, viel cooler. Er ist halt pink. Naja, komm, deiner ist so ein bisschen so, ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen gediegen. Meiner ist, meins ist so ein Party-Tier irgendwie. Das sieht aus wie auf Ecstasy, so yay! Okay. Ja, das war's. Ich würde ja. Oh, jetzt kommen schon viele Viecher. Echt? Stand gerade da. Achtung oder Vorsicht vor diesen. Ja, aber noch sind da keine aufgelistet. Ich glaube, das ist einfach nur eine Warnung für demnächst. Ich würde zumachen. Hier. Hier. Hm? Weil, wenn du mal auf die Map guckst, das ist der einzige Durchgang für die Türen von oben und unten. Das heißt, hier würde ich eins hinklatschen, eins von mir, so eine Barrikade. Und das gleiche würde ich unten machen. Oh, erstmal die Kisten einsammeln, du. Oh, ich habe fast volles Mana. Hier liegt noch was rum. Jetzt dürfte ich eigentlich voll sein. Nee, doch. Nee, fast. Aber egal, ich stelle jetzt mal hier die Barrikade. Das mache ich jetzt einfach mal ohne deine Zustimmung. Wie mache ich das? Ich nutze jetzt mal wieder die mittlere Maustaste. Das finde ich also aufregend. Beschwöre Verteidigung. Stachelblockade. Bams. Und ich werde es direkt aufwerten. Wie ging das nochmal mit der 5, ne? Mit der 5. Sauber. So, nächste. Was machst du? Nach unten gerade zu. Ne? Verstehe. Mach das mal. Während ich hier die nächste Barrikade setze, hier, das ist ein sehr guter Platz für eine Barrikade. Ich bin sehr stolz auf mich selber. Und auf mein Tierchen. Wie hieß das? Baiko oder so. So, was hast du hier angerichtet? Oha, du hast ja richtig fette Geschütze aufgefahren. Dabei kommen. Ja, dann brauche ich mich da nicht mehr drum zu kümmern. Ja, das ist eigentlich ganz richtig. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Ich muss mal da unten eigentlich mal gucken, wie das dann aussieht, wenn die kommen. Konzentrieren die sich bestimmt auf ein oder zwei Durchgänge hier. Das muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen. Jetzt haben wir ja hier noch oben, ne? Also unten habe ich jetzt die Barrikaden, das ist schon mal ganz gut. Wobei du da nochmal Türme stellen könntest. Siehst du, wo meine Barrikaden sind? Ja. Ich glaube, da, wenn da noch Türme stehen würden, das wäre ein Riesentraum. So, jetzt kommen sie hier noch raus und da mittig und da noch. Hm. Und die da mittig rauskommen, die teilen sich auf und gehen hier links und rechts die Treppen runter. Was bedeutet das für uns? Barrikaden! Aber reicht hier eine? Das ist ja ziemlich eng, ne? Das würde ich gerne mit dir gleich mal absprechen. Wenn der Herr mal kurz Zeit hätte, dann würde ich mich total freuen, wenn wir da gleich mal zusammen aufgucken können. Jo, warte. Ah ja, genau. Genau sowas. Dass wir zumindest so ein bisschen da aufgehalten werden, dass wir da mal nur zur Not hinlaufen müssen. So, kommst du schon mit oder hast noch was vor hier? Bleib mal hier oben, ne? Pass auf, und zwar kommen die ja hier links und rechts runter. Auch die da mittig rauskommen, ne? Ja. Ne? Was? So, und jetzt wollte ich hier eine Barrikade stellen, ist die Frage. Du würdest ja dann wahrscheinlich auch irgendwann Türme stellen. Sollen wir das hier unten machen oder hier oben? Ich würde sagen unten. Weil da sind sie auch dann mehr auf einem Haufen. Dann kann man da wahlweise nochmal dran. Was? So Barrikade oder würdest du hier so Drehding hinballern? Drehding. Ich würde erstmal eine Barrikade hinhauen. Guck mal, wir haben 130... Abwehreinheiten, Slots und nur 33 bisher verbaut. Komm, ich mach hier mal eine Barrikade hin. Würde mich freuen, wenn du da dann irgendwann nochmal Türme hinsetzen könntest. Guck mal schnell noch eine Kiste da hinten. Ah ja, Kisten habe ich gar nicht so richtig. Ich glaube, ich habe eine nur, aber ist jetzt erstmal egal. Ich baue hier noch, wie gesagt, hier nochmal eine Barrikade hin. Ding, ding, ding.
sowas. Jetzt kann ich ihn noch aufwerten. Geht das? Ach, Mist. Mir fehlen jetzt noch 27. Hättest du vielleicht 27 Mana für mich? Sollte ich hinkriegen, ja? Geil! Keine Kiste mehr, ne? Nee. Was willst du denn machen? Da die eine Barrikade noch aufwerten, sonst ist sie gleich dahin. Oder du machst das, ja, genau. Oh, genau. Mach du das mal. So, ich sehe sehr gut aus in meinem Boxershorts, wie ich finde. Hm. So, ich bin bereit. Hast du noch 7 Mana für mich? Dann kann ich da noch einen Turm bauen. So sicher. Wie war das nochmal? Nee, nicht so. So, ne? Auch nicht. Doch. Ding! Ah, jetzt kommt da noch. Und hast du da schon einen? Oder? Ja, geil. Und auch noch Feuerturm. Die sind ja noch ordentlich stärker, ne? Ja. Die können ja richtig was. Die können ja richtig was. Und hier haben wir auch Feuertürme, sehr gut. Das heißt, wir müssen nur demnächst nochmal irgendwann hier bei diesem mittleren Ding, wo du gerade bist, da nochmal irgendwann was hinstellen für die Fliegeviecher, ne? Ja, erstmal kurz würde ich sowieso mal abwarten, gucken, ob irgendwo eine Schwachstelle ist. Ja, sicher. So, wo gehen die jetzt hier lang? Gehen die durch die beiden mittleren oder gehen die durch alle? Ja, boah, deine Türme machen ja schon alles weg! Oh, hier ist ein Heiler. Entschuldigung, da war ein Heiler. Von wo kommen die Fliegeviecher? Ja, noch nicht. Noch gar nicht. Wenn die von quasi geradeaus kommen, auch quasi bei dem Torbogen, ich könnte auch auf den Torbogen Türme stellen. Stimmt. Aber dann würden die Türme hier unten ja auch angreifen, oder? Ich weiß nicht, ob das in der Range mit drin ist. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Guck mal, die haben jetzt hier alles weg. Oh, schon wieder falscher Knopf. Oh, alles schon dope geblieben, oder was? Da ist noch ein Bogenschütze. Den mache ich mal eben weg. Das ist wahrscheinlich Feuersystem, ne? Ja. Ja. Schüchchen noch mitnehmen. Warte mal, wie war reparieren? 4. Ding! Bauphase! Finde ich gut. Also, unsere Verteidigung steht. Wie eine 1. Kann man nicht meckern. So, kommen jetzt Fliegeviecher, ist jetzt die Frage. Ich schaue mich mal um. Nein, auch in dieser Runde gibt es keine Fliegeviecher. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wir hier nichts großartig machen müssen. So ein bisschen Mana. Ich würde hier nochmal reparieren, wenn nötig. Nee. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt unten hier noch 2 Drehdinger hin, weil ich's kann. Einfach. Einfach, weil ich's kann. Das hier noch 2 andere Türme mit hin jeweils, falls einige Monster Feuerresistenz haben. Ja. Oh, die ich kaputt gemacht habe. Mach das mal, das ist eine sehr gute Idee, Tommelbommel. Dafür habe ich dich eingekauft. Sowas. So, ich bin hier unten eigentlich fertig. Ich könnte jetzt noch irgendeine Sache einfach aufwerten. Soll ich das mal machen? Soll ich mal... Irgendein Turm? Hast du einen Vorschlag? Den blauen hier. Ja, aber wenn die... Aber nee. Ja? Ah, hier kommen doch die Viecher. Hier in der Mitte sind die. Über dem Torbogen werden die angezeigt. Was? Nee. Denkst du Sachen aus? Ah, nee, ja, da! Wo ich jetzt stehe. Das sieht man ja gar nicht richtig. Hä, wo kommen die denn her? Von da mittig oder was? Die erscheinen da oder wie? Das keine ist Ahnung. Ja krass. Das ist ja krass. Das ist ja. Ja, wir gleich sehen. Ja, aber warte mal, dann wäre es glaube ich nicht schlecht, wenn wir einen Turm. Was sind oh, die denn? Spieler, die ach, Scheiße, habe ich schon wieder. Ich habe das doch hier nicht im Online-Game anzeigen lassen. Komisch. Schmeiß die mal raus. Oh! wie dein Spieler. Gabba Gandalf. Okay, das ist witzig. So, was ist denn jetzt hier? Okay.
Was wollen wir machen? Achso, genau. Ich würde dir einen Turm machen, der von hier aus, wo ich bin, zu in deine Richtung schießt. Dann sind wir safe. Oder halt hier, auf dieser Seite. Aber wenn er hier ist, dann greift er zur Not auch Leute an, die hier von rechts und links vielleicht durchbrechen könnten, eventuell. Oder ich stelle einen Turm auf der runden Radius. Der greift alles an. In einer bestimmten Fläche, in einem bestimmten. Ach, du hast sowas? Ja, einen habe ich. Ja, dann hau raus, das Ding. Ich dachte ja von Anfang an, dass die immer alle so sind, ne? Aber dann hast du mir ja erklärt, dass das anders ist. Und dann war ich sehr enttäuscht. Dann war ich wütend. Da habe ich eine Beschwerde eingereicht, ganz oben. Aber jetzt ist ja alles gut. Was denn? Ich weiß nicht, wo die angreifen. Wenn die die vorderen Kristalle angreifen... Ja, wir machen einfach mal. Komm. Machen das dann nicht so, ne? Ach, stimmt, die vorderen. Ach ja. Okay, wir werden es da sehen. Aber ich bin mal echt gespannt, wo die erscheinen, ne? Aber da unten ist ja eigentlich alles gut hier mit den Drehdingern auch noch. Wo ist denn hier die größte Gefahr? Ich kann das immer nicht so einschätzen. Warum macht man hier eigentlich immer nichts? Scheiß Tier. Ja, aber es hat ja ein paar da hinten passive kommt Buffs hier. Quasi. Kommt von links und rechts. Oh ja! Oh Scheiße. Aber hier kann ich sie angreifen, das ist ganz gut. Ah, hab ich sie schon? Jawohl! Ich hab sie erledigt! Und hier ist noch irgendwie Commotion. Oh, der Zerhacker ist einfach mal richtig OP. Also der Zerhacker, also wenn du den hast, ne? Ich hab vorhin einen aufgenommen, der sah genauso aus wie den Zerhacker, auch so riesig. Aber der konnte nichts, ne? Der besser seit beinahe, keine Ahnung. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So wie ich ihn auch noch aufgewertet habe. Könnte ich eigentlich gleich nochmal machen, ne? Wir hatten ja gerade eben erst einen Bossgegner-Level. Heißt, dass erstmal die richtig guten Waffen nochmal nicht kommen demnächst. Sag mal, wo ist denn hier noch einer? Ich seh den nicht. Ach, da unten! Da unten! Ihr traut euch hier noch raus! Das ist ja löblich. Guck mal, bam, alles weg. Alles weg. Immer noch welche. Oben. Die kommen so verspätet. Doch sind so spät aufsteher. So wie ich. Oh, ist ja lächerlich. Guck mal, das ist ja lächerlich. Einmal rein da. Bams. So, jetzt das nächste Level, hier die nächste Welle, das machen wir mal schneller jetzt. Wir haben jetzt hier alles gut. Oh, ich bin aufgestiegen. Mach ich Blutzorn mehr? Oh, komm. Mehr, dann machen wir noch ein bisschen Geschwindigkeit und Gesundheit. Nee, Schaden. Auf welcher? Wir wollen noch mehr Schaden machen mit dem Zerhacker. Mal gucken, was hier mit den Barrikaden ist. Lass uns die mal aufwerten, jawohl. Und gleich wird das Mana wieder nachgefüllt. So mag ich das gerne. Hier liegt auch noch tonnenweise Zeug. Also Mittel ist einfach zu leicht. Tummelbommel. Einfach zu leicht. Ich habe ja letztes Mal, habe ich dir ja schon erzählt, ne? Ich habe ja letztes Mal einen neuen Charakter zwischendurch mal ausprobiert, wo du nicht konntest. Und da habe ich diese Bogenschützin, oder wie heißt sie, Jägerin? Ich weiß es nicht. Ja, ausprobiert. Jägerin. Und die finde ich nicht so gut, beziehungsweise die ist ziemlich schwer, die hat ja nur so Fallen, so komische. Ja. Und schießt halt, da muss man auch noch nachladen und alles, also das ist, die ist aber auch gekennzeichnet mit doch für bessere Spieler. Oder für, sagen wir mal, erfahrenere Spieler. Und die ist vor allem auch, die braucht auch auf jeden Fall so einen Teamkollegen. Also so ganz alleine mit der Jägerin, ich glaube, da kommt man nicht so weit. Also jedenfalls nicht, wenn man irgendwie weiter hochgeht als mittelschwer. Mit dem Mönch ist gleich, der ist auch... Der hat nur so eine Augen, womit er die Gegner verlangsamt oder irgendein Schmack. Ja. Das ist ja auch nicht so leicht mit dem alleine. Aber dafür ist das Spiel ist eigentlich auch gedacht, später, wenn es schwerer ist, dass du mehrere Helden hast, dass du die Fallen und alles miteinander kombinierst. Deswegen kannst du ja auch Mann! In den Runden
Champion wechseln. Ihr könnt jetzt den Mönch nehmen und mit dem Mönch ein paar Fallen aufstellen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, das finde ich auch ganz gut eigentlich. Also auf jeden Fall interessant. Kannst du mal bitte... Du hast jetzt alle Kisten, ne? Nein. Ich überlege, ob wir unten... Muss man die überhaupt aufwerten, diese Drehdinger? Ich glaube nicht. Ich habe noch 200 Mana. Ich könnte noch... Machen wir einfach. Komm, wir kriegen noch genug Mana, denke ich mal. Ja, du, also... Ich starte auch schon mal. Du hast ja dann immer noch Zeit. Brauchst du noch irgendwas? Ich habe noch 82 Mana übrig. Nö. Also man könnte nur mal gucken, ob Barrikaden noch irgendwie zu reparieren sind, aber ich habe die oberen eigentlich aufgewertet. Ja, ich geh mal gucken, ob wir starten schon mal. Okay, jetzt haben wir gar nicht geguckt. Keine Fliegeviecher, ne? Also noch nicht jedenfalls. Doch. Stück stand da. Echt? Ich hab nicht aufgepasst. Ich weiß immer nicht, wo ich hingehen soll, weil eigentlich alles gut gesichert ist. Ich kenne einen Oger. Ich hab Lust auf einen Oger. Was schießt du auf mich? Bist du hier? Ne, das sind meine Türme. Ein Oger, jawoll! Wie bestellt! Unten in der Mitte. Gibt's da noch eine Cola dazu, weil wir so lange warten mussten? Ich komme! Ich komme! Oh, irgendwo wird ein Kristall angegriffen. Hier! Ja, das sind die Fliege, die ich aber... Das oh, das krieg ich weg! Das krieg ich weg! Guck mal! Schon weg! Hier, Oger! Auf die Schnauze! Was? Was? Da macht man gar keinen Schaden. Da macht man immer Schaden. Oh, schon tot. Ich muss sagen, das Drehding hat aber auch seinen Teil dazu geleistet, ne? Das macht ja, wenn es mal erstmal losgefahren ist, dann macht es ja richtig schön Schaden. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Ah ja, du warst auch toll. Ich habe aus dem Hinterhalt angegriffen. Sehr gut. Du Fuchs. Tommelfuchs. Oh nein! Oh nein! Oh, das war knapp. Oh, das war nicht knapp, das war nicht gut. Aber ich habe ja so viel Leben mittlerweile. Ich kann hier sogar zwischendurch mal eben das einfach mal aufwerten. Und dann hier noch wieder die Mana auffüllen. Das ist ja perfekt. So, die Drehdinger sind jetzt echt ganz schön weit oben. Sachen einsammeln, zum Verkaufen. Komisch, dass jetzt die Tierchen so viel weniger gekostet haben als letztes Mal. So, ist noch was? Ich hab das nicht ganz verstanden. Den Tierchen. Ich auch nicht. Vielleicht ist das irgendwie verbuggt noch, wer weiß das schon. So, ich habe die Drehdinger aufgedingst. Gibt's noch eine Kiste irgendwo oder hat die Tommelbommel alle schon eingesammelt? Ich habe gerade eine erst eingesammelt. Ja, ja. So, dann kann ich noch mal erzählen, was ich, vielleicht einfach mal erzählen, was ich noch vielleicht vorhabe. Und zwar habe ich vor, demnächst noch ein bisschen, Left 4 Dead zu Let's Playen. Das haben wir uns mal alle besorgt gerade, weil gerade im Angebot war. Und zwar habe ich aber nicht vor, die normale Kampagne zu spielen. Das, macht ja auch unter anderem der Sarazar schon mit der Gronk Connection und dem Sergeant Rumpel, was sehr lustig ist, was ich nur empfehlen kann. Ich habe aber vor, das quasi im Versus-Modus zu spielen. Mit hoffentlich Tommelbommel und dem Camperhanf und dem Disease und wer das noch alles sich gerade geholt hat, ich weiß es gar nicht gerade aus dem Kopf. Weil das ist sehr lustig. Das ist sehr lustig, das macht total Laune. Wenn man sich da gegenseitig anschreit. Das macht am meisten macht das Spaß im LAN. Also im Local Area Network. Leider ist das nicht möglich, weil wir sind zu wenige, die hier in der Nähe wohnen. Jetzt habe ich schon wieder keine Mana mehr. Und ich glaube, das wird sehr lustig. Tommelbommel, was hast du dazu? Bist du dabei? Ja, klingt lustig. Sehr gut. Sehr gut. Mal gucken, ob es überhaupt ein Let's Play wird oder was weiß ich, wie man das nennt, wenn man das nur mal so zwischendurch macht. Weil ich glaube nicht, dass wir das so regelmäßig machen, dass wir alle Levels durchspielen. Aber vielleicht ja doch. So, wo bist du? Ich laufe hier rum und suche Mana und Werte auf. Ich bin bereit. Darf ich drücken? So, drück. Ich bin ja auch schon Stufe 23. Du warst ja immer schon eine Stufe höher als ich. Du warst ja schon immer besser als ich.
So, ich räume hier mal oben auf. Wo bist du? Geh mal nach da unten. Genau, bleib mal da stehen. Es ist einfach zu leicht. Und deine Türme auch, ja? Die sind so OP. Da komme ich gar nicht hin, dann sind die schon alle tot. Der Stress kommt. Meine, alle tot. Ah, was war das denn? Ach, das war so ein Special-Krieger. Wo ist der Ogre? Wo ist der Ogre? Unten schon wieder. Ich komme! Ich komme! Oh, ich bin tot. Du bist tot? Warum denn? Oh, da ist ein Fliegeviech. Das muss ich auch nochmal schnell wegmachen. Deine Türme haben Radius hier. Okay. Ist ja an sich richtig, ne? So, wo ist der Ogre? Hier ist der Ogre! Da war der Ogre, wollte ich gerade sagen. Guck mal, wie viel Resistenz ich habe. Das ist so geil. Das ist einfach, weil ich mein Leben so aufgefüllt habe. Wo jetzt ist langsam. Komm, dreh Ding. Was ist denn hier los? Immer schießen. Oh, was war denn? Oh, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Weg da, weg, 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 weg. Oh, müssen heilen. Was ist hier auf der Map los? Naja, gut. Die Barrikaden machen das, was sie tun sollen. Hier, der muss doch weg. Ah. Scheiß Dynamitbratzen, ne? So, hier ist wieder alles gut. Wir müssen heilen hier. Wir müssen reparieren. Kommen hier Leute wieder nicht? Doch. Oha. Und auch genau die richtigen. Alter. Aber ich habe sie erwischt. Keine Angst. Keine Angst. Und da ist die Welle auch schon vorbei. Komm, reparier mal. Ach so, brauchen wir gar nicht. Oh nein! Ach so! Ach, das war's schon! Ich habe auch gerade angefangen mit Aufwerten und. Und aufgestiegen. Und wir haben gelernt, Gesundheit ist gut. Und was noch gut? Vielleicht noch Gesundheit von. Nee, nicht Grundschaden, Gesundheit von meinen Verteidigungen. Das werten wir auch nochmal auf und bam! Schöne Scheiße. So, jetzt Sachen einsammeln. Hier diese Mana-Kristalle, die man jetzt einsammelt, die werden ja auf das Geldkonto gut geschrieben. Wie man unten links sieht, 54.184. Das war vorher ein bisschen weniger. Und so richtig viel ist es aber nicht, was ich hier kriege. Ich hab ein bisschen mehr. Wie viel? Du hast bestimmt 1 Million oder so. Nee, so viel habe ich noch nicht. Naja. Ich hab 320.000. 320.000, meine Fresse. Das ist viel. Wertest du nie deine Gegenstände auf, oder was? So, das war's jetzt. Nee, weil ich dachte mir, ich dauernd bessere Waffe wieder. Warte ich da lieber ab, bis ich so die ultimative Waffe hab. Hier ist ein ganz schön krasser Zauberstab, aber ich meine, der hat eine Wertigkeit von 1250, das ist wahrscheinlich eine Last drüber, ne? Von was? Warte mal. 1000, ich denke mal, da lache ich drüber, ja. Okay. Hier ja, ich bin bei über 6000. Oha, das ist viel. Das ist sehr viel. Was für eine Wertigkeit hat deine Waffe? Meine Waffe hat eine Wertigkeit von 3700. So, alles verkauft. Was habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt? 72.000! Alter Schwede! Die Items, die ich eingesammelt habe, haben ganz schön viel Geld rausgeworfen. Jetzt ist noch die Frage, jetzt wollte ich eigentlich gerne noch, das muss ich wahrscheinlich in der Schmiede machen, meine Waffe aufwerten. Was hast du für einen Helm? Ich habe einen ziemlich guten Helm, den kann ich gebrauchen als Magier. Den kannst du nicht gebrauchen, meiner hat eine Wertigkeit von 4,4. 4.400. Ich habe einen mit 3,9, der bringt aber 6 Angriffsschaden für dich, 1 Gesundheit für dich. Und noch ganz viel anderen Kram. Ach, brauche ich nicht. Ich habe hier 6 Gesundheit und all sowas. Alles gut. Verkauf den ruhig. Alles gut. So, wo ist meine Waffe? Hä? Oh oh. Was ist hier denn los? Wieso habe ich denn so ein komisches Drecksschwert in der Hand? Oh oh. Ja, da lacht er. Da lacht er. Ah, ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Gott sei Dank. Wie er gelacht hat, ne? Wie er gelacht hat. Der kleine Schelm.
So, ich habe immer noch nicht aufgewertet. Ich weiß, die Folge ist schon eine gute Zeit eigentlich. Eine halbe Stunde kann man machen. Kann ich hier aufwerten, ist die Frage. Nee, ich muss das in der Schmiede machen. Gut, dann mache ich das mal ein andermal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mal wieder ein Fest. Kurzes Völkchen, wie ich finde. War auch wieder relativ leicht. Ich denke mal, das wird auch nicht mehr anders werden. Ich glaube, da wir jetzt so OP sind mit unseren Fähigkeiten und unseren Waffen, kann uns da kaum noch was passieren. Das sage ich jetzt und wahrscheinlich in der nächsten Folge, die müssen wir dann wiederholen, weil wir sie nicht geschafft haben, ne? Lieber Tommelbommel, vielen Dank. Ja, und gerne. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, ne? Natürlich.